Herzlich willkommen. Wir wollen heute mal schwäbische Landbrötchen backen und dazu habe ich Folgendes vorbereitet: 400 Gramm normales Mehl. Dann habe ich dazu 100 Gramm Roggenmehl. Dann 2 gestrichene Teelöffel Salz. Einen Teelöffel Butter, und 150 Milliliter Milch. Separat habe ich dann in einen Messbecher 150 Milliliter Wasser, eine Trockenhefe und einen gestrichenen Teelöffel Zucker angesetzt. Und das Ganze habe ich verrührt und aufgelöst. Das Wasser war ein wenig warm, sodass sich gut auflöst. Anschließend füge ich das Ganze zusammen und verrühre es zu einem Teig. Anschließend teile ich den Teig in 8 gleich große Stücke ein mit der Haushaltswaage. Und anschließend forme ich sie etwas spitz zulaufend. Anschließend geben wir den Teiglingen eine Teigruhe von 3 Stunden. Also einfach mit einem Tuch überdecken und 3 Stunden ruhen lassen. Nach der Teigruhe heizen wir den Backofen vor Ober-Unterhitze bei 210 Grad Celsius. Und da wollen wir die schwäbischen Landbrötchen backen 20 Minuten lang. Danach schneiden wir sie kurz ein und dann können wir sie in den Ofen geben auf die mittlere Schiene. So, dann wünschen wir viel Erfolg beim Nachbacken.